Hallo zusammen. Heute zeige ich euch, wie ihr euren Computer automatisch hochfahren lassen könnt mit Hilfe von Amazon Alexa. Dies funktioniert natürlich auch mit jedem anderen Sprachassistenten und ist nur in zwei Schritten eingerichtet. Los geht's nach dem Intro. Viel Spaß beim Video. Schritt 1 ist das Installieren einer smarten Steckdose. In meinem Fall die Osram Smart Plus Plug, welche auf das Zigbee-Protokoll setzt und somit zusätzlich ein Zigbee-Hub benötigt. Da ich einen Zigbee-Hub von Philips Hue habe, werde ich kurz zeigen, wie ihr die smarte Steckdose dort einrichtet. Alternativ können natürlich auch hier Zigbee-Hubs von Echo-Geräten verwendet werden. Ich blende euch kurz im Video ein, welche Echo-Geräte einen integrierten Zigbee-Hub haben. Keine Sorge, ihr benötigt nicht zwingend eine smarte Steckdose, welche über Zigbee funktioniert. Es gibt ebenfalls zahlreiche smarte Steckdosen, welche über WLAN eingebunden werden und somit keinen zusätzlichen Hub benötigen. Unter anderem auch der Amazon Smart Plug, welcher sich quasi selbst in euer Smart Home einbindet. Achtet lediglich beim Kauf auf der Steckdose darauf, dass diese mit Alexa Smart Home kompatibel ist. Diese Anleitung funktioniert natürlich nicht nur für das Alexa Smart Home, sondern auch für alle Smart Home Systeme, in welchen sich eine smarte Steckdose einrichten lässt. Also Google Home und Apple HomeKit funktionieren ebenfalls. Wie gesagt, achtet beim Kauf der Steckdose darauf, dass diese mit eurem Smart Home kompatibel ist. Der zweite Schritt der Anleitung befasst sich mit den BIOS-UEFI-Einstellungen eures Computers. Hier muss letztendlich nur ein Wert in den Energieeinstellungen geändert werden. Auch wenn es vielleicht sehr techy aussieht, lasst euch nicht davon abschrecken. Setzt im BIOS-UEFI lediglich Einstellungen, welche ich euch in diesem Video zeige. Wichtiger Hinweis: Änderungen im BIOS und UEFI können dazu führen, dass euer System nicht mehr hochfährt. Daher bitte hier genau darauf achten, was geändert wird. Ich zeige euch Einstellungen an zwei unterschiedlichen Computern. Falls euch unwohl dabei ist, Einstellungen im BIOS oder UEFI zu tätigen, ist natürlich auch der Switchbot hier eine gute Alternative, euren Computer automatisch starten zu lassen. Der Switchbot ist ein kleines Gadget, welches eine physische Taste über einen ausfahrenden Stift drücken kann. Die Einrichtung und Funktion des Switchbots werde ich in diesem Video allerdings nicht zeigen, sondern in den kommenden Wochen ein separates Video dazu hochladen. Wenn ihr das Video und auch viele weitere Videos zum Thema Smart Home nicht verpassen möchtet, würde ich mich freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo für meinen Kanal dalasst. Kommen wir zum ersten Schritt, dem Einrichten der smarten Steckdose. In meinem Fall muss ich die Taste der Steckdose für ca. 10 Sekunden lang gedrückt halten, um diese in den Kopplungsmodus zu versetzen. Anschließend wechsle ich in die App, um dort die Steckdose zu suchen und hinzuzufügen. Ist die Steckdose hinzugefügt, benenne ich die Steckdose zum Beispiel mit Computer. Wie ihr sehen könnt, hat sich die Steckdose automatisch mit meinem Alexa Smart Home verbunden. Ich wechsle nun in die Alexa-App und benenne dort ebenfalls die Steckdose um. Solltet ihr eine andere Steckdose haben oder eure Steckdose nicht automatisch in der Alexa-App angezeigt werden, könnt ihr in der Alexa-App unter Geräte und mit dem Tippen auf das Plus-Symbol in der oberen rechten Ecke eine smarte Steckdose hinzufügen und suchen. Nachdem ihr die smarte Steckdose eingerichtet habt, könnt ihr bereits den Netzstecker eures Computers dort einstecken. Kommen wir nun zu den BIOS- und UEFI-Einstellungen. Hierfür startet ihr euren Computer und drückt die angegebene BIOS-UEFI-Taste. Oft wird diese auch als Setup angezeigt. Da diese Taste bei jedem Computer-Motherboard anders ist, kann ich hier keine pauschale Aussage treffen. Normalerweise werden die Tasten im Bootscreen angezeigt. In meinem Fall war es hier einmal F2 und die Entfernen-Taste. Solltet ihr allerdings Probleme haben, in die BIOS-UEFI-Einstellungen zu gelangen, könnt ihr einfach in den Windows-Einstellungen unter dem Reiter Update und Sicherheit im Punkt Wiederherstellung den erweiterten Start ausführen. Über die Punkte Problembehandlung, erweiterte Optionen und UEFI-Firmware-Einstellungen
Gelang dir ebenfalls in die BIOS-UEFI-Einstellungen. In den Einstellungen angekommen, such dir nach den Energieeinstellungen, also auf Englisch Power Management Setup. Dort gibt es einen Punkt, welcher After Power Failure heißt. Bedeutet, wie sich der Computer verhalten soll, wenn er Strom bekommt. Standardmäßig steht dieser Punkt auf Ausgeschaltet bleiben. Da wir aber nun den Computer über eine smarte Steckdose anschalten möchten, wählen wir hier Power On, also Anschalten aus. Anschließend speichert ihr die Eingaben über F10 und verlasst das Setup. Nun fährt der Computer hoch, sobald er Strom bekommt. Nun nochmal die gleiche Einstellung in einem BIOS Setup. Hier wählt ihr ebenfalls den Punkt Power Management und wählt anschließend Power On After Power Failure aus. Setzt diesen Wert auf On und speichert eure Einstellung. Wie ihr gesehen habt, ist das Setzen dieser Einstellungen nicht kompliziert. Jedoch kann die Benennung dieser Einstellungen, also Power On After Power Failure, von Computer zu Computer abweichen. Daher achtet darauf, dass ihr hier auch die richtige Einstellung ändert. Und das waren bereits alle notwendigen Schritte, welche ihr benötigt, um euren Computer automatisch anzuschalten. Alexa, Computer an. Nun könnt ihr das Anschalten eures Computers zum Beispiel in eure Morgenroutine oder Feierabendroutine in der Alexa-App hinzufügen. Wichtig anzumerken ist, dass euer Computer natürlich nur automatisch hochfährt, wenn die Steckdose angeschaltet wird. Heißt, wenn ihr die Steckdose einschaltet, solltet ihr diese natürlich auch wieder ausschalten. Daher habe ich in meiner Schlafroutine das Abschalten der Steckdose mit eingebaut. Zusätzlich habe ich einen Philips Hue-Schalter, welche die smarte Steckdose ein- und ausschalten kann. Auch zum Thema Philips Hue werde ich auf meinem Kanal zukünftig Videos hochladen. Also wenn du kein Video mehr verpassen möchtest zum Thema Smart Home, abonniere doch gerne kostenlos meinen Kanal. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.